Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, wir sind hier immer noch gefangen und ja, ich habe mich etwas umgesehen und es gibt ja absolut keinen Weg, hier wieder zurückzukommen. Deshalb denke ich, dass hier es doch irgendwie weitergehen muss und ja, bei solchen Sachen fange ich oft an zu denken, ah, da ist irgend so ein Bug hier in der Adventure Map oder sowas, aber naja, vielleicht sollte man erstmal alles so ausprobieren. Ich darf nicht so schnell an den Leuten zweifeln, muss ich mir mal hier als Ziel setzen. Auf jeden Fall müssen wir hier eine Platte finden, um da durch die Tür zu kommen. Oder natürlich einen Knopf, aber ich denke mal, da der Diamant auf dem Boden ist, ein Knopf, eine Platte meine ich natürlich. Ja, und als ich den letzten Part gerendert habe, da habe ich sogar gemerkt, dass ich in der Truhe so ein paar Schleimbälle vergessen habe. Das ist ja schon ärgerlich, aber ich bin sicher, dass ich nochmal irgendwann sterben werde. Und dann kann ich mir die Schleimbälle ja immer noch holen. Okay, gut. Tja, wo könnte eine Platte sein? Hier ja irgendwie nicht, vielleicht ja unter der Lava. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Oh. Vielleicht sollte ich... Hallo? Hallo? Ist hier irgendwas? Oder soll man dagegen schlagen? Ich habe schon ganz vergessen, wie man eine Truhe öffnet. Jetzt, es kann natürlich sein, dass man hier hinter der Lava so eine Truhe versteckt. Ah! Druckplatte. Wunderbar. Ja, toll. Die hätte ich mir vielleicht auch hier reinlegen sollen. Pum. Aber ich glaube... Ja, die dürfte ich wahrscheinlich nicht mehr mitnehmen können. Und da sehen wir nochmal, haben wir nochmal einen schönen Blick nach außen. Und die Lava, die sieht ja auch sehr interessant aus. Okay. Oh ja, supi. Ein Sprung. Auf Zeit sogar noch. Oh je. Yeah. Ich kann hier erstmal rüberspringen und dann vielleicht irgendwie den Hebel aktivieren. So, okay, das hat schon mal geklappt. Wie gehe ich in die Hocke? Verdammt. Auf was habe ich das gelegt? L-Control. Okay. Aber da ist auch der Zoom drauf. Was mache ich denn da mal? Y. Auf Y bücke ich mich jetzt mal und schlag die Tür auf und bin drin. Wunderbar, wunderbar. Und ein kleines Pool. Schön. Oh, was haben wir da? Weg zurück zu den Checkpoints. Okay. Aha. Ah. Okay, interessant. Aber darf ich dann hier das kaputt machen? Weg zurück zu den Checkpoints. Da ist ja quasi ein Checkpoint, oder? Denke ich mal. Wir dürfen natürlich keine Blöcke zerstören, aber wo ich schon mal war, oder? Ich weiß ja nicht. Da kann ich auf jeden Fall rein. Schauen wir doch mal. Aha. Da ist wohl ein weiterer Checkpoint, aber natürlich können wir da nicht rein. Da wurde schon dran gedacht, dass man da durchaus auch mal nach vorne laufen kann. Und ich glaube, ich esse mal ein Brot. Ja, so. Ich würde gerne meine Schleimkügelchen wieder abholen. Gibt es hier vielleicht irgendeinen Weg, wie ich da wieder reinkomme? Weg zurück zu den Checkpoints. Ja, aber zu welchen denn? Kann man denn nur nach vorne? Ach so, na klar. Ja, macht ja Sinn, dass man nur nach vorne kann. Ah, ja, ja, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Das heißt, wenn man hier stirbt, dann kommt man ja wieder da hinten raus und dann muss man nicht nochmal alles machen, nochmal nicht mal diesen gefährlichen Sprung hier überleben. Kann man einfach wieder hier rein. Safe Point Raum, Verpflegung, Unterhaltung, Gemütlichkeit. Leider nicht für uns. Doch. Jetzt hätte ich mir vorher überlegen sollen. Ah ne, doch, ich komme wieder raus. Alles klar. Okay. Ein offenes Kaminfeuer hier.
Der Rauch zieht nicht ab. Bin gespannt, wann ich hier auf dem Boden liege. Oh, da haben wir weitere Truhen. Ah, oh, mit Brot, wunderbar. Und gebratenem Fisch, Äpfel, alles dabei. Und eine Schallplatte. Die können wir sogar mal anmachen. Oh. Hat was. Irgendwie. Irgendwas Geheimnisvolles. Mysteriöses. Finde ich gut. Ach komm, das lassen wir doch mal, oder? Das ist doch schön. Dum, 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 dum. Ich bin gespannt, wie weit das reicht noch. Uch, jetzt will ich aber mal weiter. Okay. Oha. Oha. Und hier sieht man auch richtig viel. Ich glaube, ich esse mal noch ein Brot. Hüpp. Und hüpp. Puh. Oh nein, 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 nein. Ich wusste gar nicht, dass man sich an Ranken hochhangeln kann. Boah. Kann man springen? Nein, kann ich nicht. Okay. Dann probiere ich das mal von hier aus. So. Boah, ich dachte wirklich, ich fall runter. Boah. Was habe ich denn da gehört? Das hat sich noch nach Pfeilen angehört. Vielleicht ein Skelett hier unterwegs. Ah, hier haben wir den Checkpoint. Alles klar. Und hier haben wir orangefarbene Wolle. Die Wolle sollen wir ja mitnehmen. Die können wir später noch gebrauchen. Verwinkelter Rundgang. Vorsicht, verwinkelt. Nein. Verwinkelt. Oh nein. Und hier ist ein Pfeil. Ich kann mir schon vorstellen, woher er kommt. Ein Glück. Das hat funktioniert. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir lang sollen. Ich schau mal hier so lang. Oh, das macht mich fertig. Das Level macht mich fertig. Ohne Witz. Das immer so knapp, ey. Nein! Ja, das war's wohl. Gut, dann nehme ich mir jetzt aber hier alles mit. Und auch alle Schleimbälle, habe ich ja schon gesagt, dass ich hier etwas, ja, aber nur etwas sterben werde. Na gut. Diesen Sprung muss ich nochmal schaffen. Das dürfte aber kein Problem sein. Y und zack. Rein mit uns. So. Die Musik läuft immer noch wunderbar. Wir legen mal unsere Kleidung an. Zack. Zack. Drei Schleimbälle, die können wir hier hin. Die Pfeile können auch weg. Dann stecken wir uns mal noch Verpflegung ein. Dann wäre schließlich auch noch was. Zack, zack, zack. Die Schallplatten sind jetzt natürlich verloren, außer die, die hier drin steckt, aber... Die ist anscheinend fertig. Ja, machen wir nochmal rein. Einmal können wir es nochmal hören. Na, lass mich durch. So. Okay. Ja, ich denke mal, ich werde mal mein Inventar hier abspeichern. Mal in Nummer 3 rein. So. Mit dem Brot wollen wir nicht kämpfen. Wir wollen ja hier rüber und... Oh. Schau mal an. Das ist ja auch cool. Hat man es gleich ein bisschen leichter. Ich weiß natürlich nicht, ob es so gedacht war, aber... nett. Nett, nett, nett. So. Schön hier rüber. Den Checkpoint haben wir schon aktiviert. Die Wolle haben wir jetzt natürlich auch nicht mehr. Aber ich werde mir mal merken, dass wir eine orangefarbene Wolle hatten. Und wenn ich die unbedingt brauche,
dann hole ich die mir vielleicht wieder. Ich habe natürlich nicht gespeichert. Das hätte ich vielleicht mal machen sollen. Tja. Das hätte ich wohl. Au! Oh. Mist. Was ist das? Ach, ein Spender. Achso, ja klar. Nur zur anderen Seite, aber Pfeile brauche ich nicht. Die lasse ich mal da drin, dann kann er mich schön abschießen. Ja, ja, ist ja gut. Hä? Habe ich eben gar kein... Okay, doch. Ich dachte eben, warum habe ich dir gerade kein Leben verloren? Hm. Aha. Hm. Nicht schlecht. Nicht schlecht, muss ich sagen. Nicht schlecht. Eine schöne Falle. Oh, das hatte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Interessant. Ah, load free und schon haben wir alle unsere Sachen wieder. Wunderbar, ja, wenn wir speichern dürfen, dann hole ich mir auch mal die orangefarbene Wolle zurück. Save free. So. Einmal durch. Einmal hier durch. Die Musik läuft immer noch wunderbar. Und wir fallen runter, aber vielleicht auf den Steg. Nein, tun wir nicht. Hm. Drei geladen und nochmal los. Ja, das habe ich ja schon gedacht, dass ich hier mit meinen Sprüngen an meine Grenzen stoßen werde. Wenn man da an Ample Adventure hier zurückdenkt, aber bisher sah das ja noch ganz gut aus. Also besonders diese Sprünge hier, die liefen eigentlich ganz gut. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ach ja, schön. Ja, ich glaube, ich muss hier wieder ein bisschen mehr Konzentration aufbauen. Ach, ich habe mir schon wieder nicht die Uhr gestellt, fällt mir mal gerade auf. Ach, Mist. So, einmal hier rüber. Einmal darüber, einmal darüber. An ein gewagter Doppelsprung. Ja, jetzt geht's los hier mit dem Failen. Das ist ja herzallerliebst. Wer baut denn sowas bitte? Wer lebt denn hier? Vor allen Dingen, was muss denn ein Hausmeister hier leisten, damit er irgend so ein Lava-Leck, der mir überall lecks. Oh, schau an. Oh, eine Schallplatte und ein Schleimball. Das speichern wir doch gerade mal ab. Das ist ja schön. Das sollte ich mal hier gleich abspielen. Da bin ich immer gespannt. Blocks heißt das. Okay. Ah, da fängt's an. Okay, weiter. Mit der neuen Musik geht das jetzt hier auch frisch weiter. In Minecraft. Über die Blöcke. Hutzbalacke. So, das hat funktioniert. Der Checkpoint ist aktiviert. Haben wir die Wolle? Die habe ich jetzt immer noch verwinkelt. Na du? Na ihr? Was macht ihr denn da? Kann ich dich dadurch schlagen? Ah, ich glaube, die betätigen gerade... So, hier schaue ich aber trotzdem noch mal rein. Oh, hier ist aber dunkel. Da ist ein Dispenser. Okay, okay. Oh, ah, da haben wir es. Tja, hättest du nicht gedacht. Mh, Pilzsuppe. Und ein Schleimball. Wunderbar, das kommt mal in 4. So, ich dachte schon, hier komme ich gar nicht mehr raus. Oh je. So, das hätten wir. Hier mal verwinkelt. Ja, hier ist überall
Ah, hier haben wir unseren kleinen anderen Freund hier. Noch ein Schleimball. Ach, das kommt mal. Jetzt habe ich vier geladen, ne? Jetzt habe ich gerade vier geladen, ne? Okay. Ja, das akzeptiere ich jetzt. Ich hätte es auch einfach ignorieren können. Ja, jetzt ist egal. Oh, habe ich halt nur fünf. Aber ich hätte ihn bekommen, ist ja auch egal. Also ob jetzt ein Schleimball mehr oder nicht. Das ist ja auch wurscht. Mann, weil jeder, der hier zugeguckt hat, weiß ja, ich hätte ihn bekommen, wäre ich nicht so blöd gewesen, hätte auf vier Laden gedrückt. So, jetzt stecke ich in der Klemme. Nein? Mist. Wow, aber wirklich ohne too many items. Ich glaube, da wäre man ganz schön am Arsch. Auch was das Essen angeht, vielleicht. Naja, wenn man die ganze Zeit stirbt, dann braucht man auch nichts zu essen, ne? Stimmt auch wieder. Hohoho. Einmal hier hoch und einmal drüber. Wunderbar. Warum benutze ich eigentlich nicht den Checkpoint? Warum benutze ich eigentlich nicht den Checkpoint? Ich habe keine Ahnung. Jetzt ist es zu spät. Aha. Na, komm schon. Na, na. Oh. Oh, ich will da ran. Aber ich traue mich nicht. Ich will nicht schon wieder alles verlieren. Ah, aber. Hallo? Kann ich etwa. Hallo? Ah. Oh, verrottetes Fleisch, aber rote Wolle haben wir hier noch. Okay, ich muss mal unbedingt mein Inventar ordnen. Das Essen kann ja alles. Ja, fast alles rein. Das Brot bleibt mal da. Die Pfeile kommen hier hin. Das kommt dahin. So. Ich habe mich schon gewundert, warum ich nicht die. Das hier aufmachen kann. Ah, na du. Komm mal rüber. Traust dich wohl nicht, hä? Nimm dies. Oh Mann, ich freue mich schon. Doch, mir macht diese Map bisher ziemlich Spaß. Finde ich super. Und das zeigt uns wohl, dass wir den anderen Weg nehmen müssen. Das heißt, hier links rum. Einmal hier durch. Und uns am besten nicht treffen lassen. Da sind wir aber schön runtergeglitten. Ja. So. Und da drüber und darüber. Na doch, die Lianen machen es um einiges leichter, wenn man es jetzt auch noch gescheit hinbekommen würde. So. So. Hier sind jetzt keine Lianen, aber das dürfte ich auch so hinkriegen oder auch nicht. Oh, das ist aber nett. Wenn das geplant war, dann ist das aber sehr nett. Das finde ich sehr nett. Und die Pfeile kriegen wir auch nochmal kostenlos zugestellt. Ah ja. So, einfach mal hier rüber. Wozu braucht man den Springen, wenn man hier Lianen klettern kann, wie Tarzan? So, einmal hier hoch, einmal hier runter, da wieder hoch. Zack, zack, zack. Den Sprung muss ich doch schaffen. Ah, die Lianen verlangsamen aber auch. Das habe ich bisher noch gar nicht gemerkt, so richtig. Naja, gut. Einmal wieder rüber. Kein Problem. Ich habe Zeit. Ich kann das schaffen. Und das ist ja auch wirklich machbar, muss man ja sagen. Wunderbar. Und so. Ah, wir sind auf dem Dach angelangt. Und hier haben wir einen weiteren Durchgang. Und ich schätze, da müssen wir weiter. Oder wir springen todesmutig darüber. Ich schaue mich mal ein bisschen um hier. Aber ich glaube, hier gibt's nichts. Dann gehe ich mal hier runter. Eine Holztür.
Aha. Schön. Supi. So, diesmal benutze ich aber die Abkürzung. Und dann würde ich es, glaube ich, auch mal sagen, mache ich Schluss für diesen Part, oder? Ich glaube, da kann ich dann mal Schluss machen. Ich glaube, ich bin sogar schon wieder mal über der Zeit, wie in der ersten Folge. Naja. Naja, naja. Macht ja nix, macht ja nix. Aber ich versuche es nochmal hier zumindest ein bisschen reinzukommen. Au! Oh. Der Zombie, ey, der Zombie, der hat er mich erschreckt. Huh! Wie ich auch die ganze Zeit diese Geräusche mache hier. Oh, ja. Ach ja, okay, mir reicht's erstmal hier mit Minecraft. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, ich bin der Hausmeister und muss ein Leck stopfen. Und anscheinend auch übermenschliche künstlerische, ja, genau. Hier akrobatische Leistungen vollführen. Ja, also bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dann. Ciao.